Jo, so und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dayland. Part Nummer 22. Nicht schlecht. Jo, wir haben das Kristallgebet drin. Trotzdem würde ich das gerne in ein Regengebet umwandeln. Wo sind denn Monster? Du. Lass die Bomben in Ruhe. Die hat Yuki uns überantwortet. Und wir werden auf sie aufpassen. Böser Mann, böses Monster. So. Kristallgebet, dafür brauche ich Hibiskus. Hibiskus, wo bist du? Das war Gänseblümchen. Das war Gänseblümchen. Das ist der Hibiskus. So, das ist eigentlich ganz gut. So, du hast uns nichts mehr zu sagen, ne? Wie der immer lacht. Dieser Halunke. So, wo ist denn jetzt das, der Kristallaltar? Ich hätte gern... Sieht aber schön aus. Regengebet. Ja. Kristall, rufe den Regen, bringe dein Wasser zu und benetze alle Lebensformen auf meinem kleinen Planeten. Bringe das Wasser auf meinem Planeten. Auf das es gedeiht, das schöne Leben. So hätte ich das formuliert. Aber na gut, na gut. Mantomädchen, wunderbar. Man sieht jetzt auch den Anker. Warte mal, wo steht der Goliath denn hier so ein bisschen? Ja, dass er den noch nicht bemerkt hat. So, wunderbar, wunderbar. Das läuft. Jo, Bram und Locke. Die beiden brauche ich und nicht Goliath. Ich brauche dich nicht aktuell. Ich dachte, er hat noch ein paar Quests, aber die kommen leider erst später. So, jetzt noch mal ein Bär, eine Bäre. Ja. So, Pflänzchen. Pflänzchen. Die müssen jetzt auch bereit sein. Wunderbar. Schön. Supi, freue ich mich. Ich habe keine Köder mehr. Das ist ja schon länger her gewesen. Na gut. Dann kümmere ich mich um die Schafe. Lecker euch. Hm? Geht's euch gut? Supi. Regen. Super. Das könnten wir eigentlich unser Vorrat mal ein bisschen erweitern. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann einen Winter. Ich glaube nicht, dass es hier einen Winter gibt. Hier regnet es da. Warte mal, hat die Lilly noch was für uns? Dann rufe ich die nämlich jetzt noch mal und guck einfach mal. Die kommt ja nicht von selbst. Die besucht uns nicht. Kommt die eigentlich auf unseren Planeten, wenn es regnet? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es kann sein, dass die nach dem Regen erst vorbeikommt. Was eigentlich komisch ist, als Wald- oder Blumennymphe müsste sie eigentlich Regen mögen. In Maßen natürlich. Weil das einfach blumenmäßig einfach passen würde. Es würde einfach regenmäßig, also für das, was sie sein soll, würde es eigentlich super passen. Regnet es noch? Das ist super. Lässt natürlich meine Tomaten schnell wachsen.
So, bevor ich die Tomaten jetzt wieder bepflanze, würde ich einfach sagen, kriegen die noch mal was. Dann geht das alles ein bisschen schneller? Ja. Oh, Meteoriteneinschlag. Nein. Schaffe ich's? Ja, ist auch nur einer, das ist gut. Monster. Ich weiß nicht, ob ich die noch brauche, sage ich ganz ehrlich. Aber die brauche ich, also Monster zumindest. Ob ich noch irgendwie eine Quest offen habe mit Monsterangriffen? Ich glaube es nicht. Deswegen bin ich schon fast dazu geneigt, da ich das ja auch manuell abschalten kann, vielleicht nochmal ein Schutzgebet zu nehmen. Dass sie halt nicht permanent angreifen. Weil eigentlich wollte ich die Lilly jetzt rufen und jetzt muss ich mich mit irgendwelchen Monstern rumärgern. Ist aber auch ein schöner Planet. Du Lümmel. Du Ganove, du Schuft. Böses Monster. Macht nur Ärger. So, ja, Sonnenblume, Mais. Einmal Sonnenblume. Einmal Mais, dann sind die auch bei 50 und noch eine Baumwolle. Dann bin ich eigentlich schon mal in dem 50er Vorratsbereich. So, jetzt hast du aber keine Ausrede, nicht vorbeizukommen. Lilly! Lilly! Hallo! Ich kann sie rufen und sie kommt jederzeit vorbei. Bringt mir gerade gar nichts. Na gut. Vielleicht ist die Dame ja beschäftigt. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich will nämlich, dass die jetzt auch langsam fertig ist mit der Quest. Ich meine, wir hatten so einen schönen Run und jetzt muss es doch nicht stacken. Träume? Nee. Ruhiger Schlaf. Supi. Hat er sich auch mal verdient. Kann ja nicht sein, dass der ständig Albträume kriegt. So, Kirschen und Beeren nehme ich natürlich sehr gerne mit. Ah, jetzt. Einige Stunden zu spät. Wenn ich auf dich angewiesen wäre, hätte ich ein Problem. Lilly, wir haben den Dämonenprinz besiegt, aber ich habe immer noch Albträume. Solange die Spinnerin existiert, werden sie nicht weggehen. Und man kann nichts machen, ich kann die Stimmen nicht ertragen. Du kannst sie zum Schweigen zwingen, wenn du die Ängste behebst, die sie bei dir erregt. Ich bin bereit. Besiege die Spinnen. Genau, die lässt jetzt hier vier Spinnen raus. Und dann kriegen wir, glaube ich, keine Albträume mehr. Wunderbar. Haben wir das schon mal? Ah, Larven. Super. Oh. Lass bloß meine Vögelchen in Ruhe. Das sind meine. Die stehen unter meinem Schutz. Daneben. Oh, super. Da muss man aufpassen. Die könnte ich nämlich auch vergiften. Das ist nicht ganz so tragisch, aber muss nicht jedes Spiel so böse und richtig mies sein wie Dark Souls. Ja, ich spiele gerade ein bisschen Dark Souls. Und das Letzte. Du wirst nie wieder eine Stimme in deinen Träumen hören. Endlich. Aber sie ist immer noch da drin. Ich weiß. Supi. So. Haben wir die jetzt abgeschlossen? Nein, 91% noch. Okay. Na gut. Macht aber nichts. Jo, wir müssen auf den Guido warten, dann müssen wir auf den Locke warten und die Lilly rufe ich jetzt gleich nochmal. Vielleicht kommt sie ja. Jetzt klappt's. Ich glaube, die musste die Quest vorbereiten. Das Spiel wollte nicht, dass ich die Quest so schnell mache. So, Lilly. Hallo, Lilly.
Ich habe einen Trank, den ich noch nicht weiß, wie man ihn verwenden kann. Er heißt Mutatrank. Er sieht gefährlich aus und ich fürchte, er kann Probleme geben. Ich weiß, ich kenne solchen. Ich kenne ihn. Ich weiß solchen. Er hilft Pflanzen zu verändern und Mutantenwesen anzubauen. Wie du siehst, wenn etwas schief geht, kann er die schrecklichen Wesens prägen. Lass es uns versuchen. Nimm ein paar Samen und als die Blume erscheint, gieß sie mit einem Trank. Was? Habe ich den verwendet zur veränderlichen Blume? Habe ich doch. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich das Ding habe. Muss ich das Teil erst kaufen? Ich habe doch den Mutatrank. Hier, Pflanzenmutationstrank. Hey Arco, du hast ja einen coolen Geruch wie zerquetschte Blumen. Aber es ist nett. Ah, das ist der Geruch einer Nymphe. Meine Freundin Lilly kam zu Besuch. Hallo. Ah, hallo. Was ist los, Kapitän? Ich habe so ein Mädchen noch nie gesehen. Aha, aha. Ich bin Goliath, Miss Lilly. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Wie komisch er ist. Warum wurde er plötzlich so höflich? Aha. So. Magst du sie auf ein... Ach, Goliath, das sind ja mal ganz andere Züge. Ausgehend von ihrem Schiff und ihrer Kleidung, sind sie ein Pirat? Pirat? Ich bin ein kosmischer Gentleman. Ich bin kein Räuber oder sowas. Schade, aber ich wollte immer einen echten Piraten treffen. Wirklich? Na, dann bin ich genau ein Pirat. Goliath, du bist ein wandelndes Kuddelmuddel. Ich gehe schon weg. Oh, Albtraum. Oh, herrlich, Goliath, ne? Arco, ich kann nicht aufhören, an Lilly zu denken. Lass dich nicht mit ihr ein. Meiner Meinung nach mag sie deine Manieren nicht. Ich werde mich ändern. Ich werde ein guter Pirat sein. Ich habe hier ein Juwel. Gib es hier von mir. Bitte. Gut. Aber es wäre besser, wenn es nicht gestohlen wurde. Es wurde nicht gestohlen. Alles klar. Okay. Ach, Goliath. Du bist ein Junge. Verwenden Sie den Mutationsdrang zur veränderlichen Blume. Ja, das würde ich ja gerne machen. Aber wie kann ich den denn benutzen? Wie habe ich das beim letzten Mal gemacht? Das ist nämlich ein bisschen interessant. Pflanzenmutationstrank. Wenn die Blume erscheint, hat sie gesagt. Ne? Weißt du was, dann werde ich es einfach mal gießen. Vielleicht klappt es dann schneller. Vielleicht muss ich auch einfach nur...
Pflanze müsste doch gleich auftauchen. Nee, bringt nichts. Na gut. Dann weiß ich echt nicht, wie ich das einsetzen kann. Das ist eigentlich schade. Es wäre schön, wenn das jetzt ein bisschen schneller gehen würde. Aber da kann man nichts machen. So, das läuft alles. Das läuft alles. Machen wir noch mal ein paar Melonen. So, hier geht's echt allen gut. Warte mal. Ein Blumentopf? Nö. Gulbertrank. Ich bin selbst gerade noch ein bisschen am Überlegen, wie ich den benutzen kann. Pflanzen mit unerwarteten Ergebnissen. Ja, toll. Bringt mir jetzt was? Gar nichts. Wurzel, essbare Wurzel, kommt vom Angststrauch. Super. Bringt mir nichts. Ja, keine Ahnung. Mal aber mal hier weiter. Ein bisschen Liebesgeflüster. Das ist doch blöd. Pirat Goliath bat es dir zu geben. Oh, wie nett ist es. Er ist gröblich gut, aber ich sehe, dass er ein gutes... Er sieht gröblich aus, aber ich sehe, dass er ein gutes Herz hat. Aber ich kann keine Geschenke annehmen. Nymphen können nur geben. Wir sollen nicht unsere eigenen Sachen haben. Goliath wird bestimmt traurig sein. Lass mich nachdenken. Ist es aus Silber? Ich denke ja. Dann werde ich es dem Butak geben. Silber ist eines seiner Lieblingsdüfte. Alles klar, super. Hast du den letzten Auftrag noch nicht beendet? Kann ich da irgendwas kaufen? Bringt halt nichts, ne? Ach, das ist doch ärgerlich. Warte mal, Dorn. Mit Vorsicht behandeln. Was kann ich mit den Dornen eigentlich machen? Das wundert mich gerade so ein bisschen. Ich guck mich noch mal ganz genau um. Vielleicht übersehe ich etwas. Läuft bis jetzt alles eigentlich ganz gut. Aufheben? Nein. Den Pflanzenmutationstrank, aber warum kann ich den nicht benutzen? Ich weiß, was dann passiert. Das ist nicht das Problem. Bauen kann ich auch nichts machen, ne? Verwenden Sie den Muttertrank, um... Warte mal, Muttertrank. Das ist doch kein Muttertrank. Vielleicht... Mutationstrank? Nein. Küche auch nicht. Werkstatt. Ja, Muttersamen. Genau. So, wunderbar. Okay. Jetzt kann ich den auch pflanzen. Aber den muss ich hier pflanzen. Von daher, ich würde sagen, wir machen mal Schluss für heute. Und fangen dann an. Sonnenblume ist drin. Okay. Wassermelone ist auch drin. Kürbis, auch alles über 50. Dann kann ich eigentlich auf die 60 zuarbeiten. Ich würde sagen,
Wir beenden den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann kann ich nämlich auch anfangen, hier so ein Ding anzupflanzen. Bis dahin gehe ich nochmal kurz Baby machen. Wir sehen uns gleich. Achso, in 3 Tagen für euch und für mich gleich. Bis dann.